Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Weil ich habe 95 Abi gemacht, 97 hat der Sender ja eröffnet. Ja. Aber 95 habe ich ja schon mit dem Ferienfieber dann angefangen und mit Pumuckl TV. Und da war ich ganz gut beschäftigt schon und war irgendwie drin. Habe dann parallel immer irgendwelche Sprecherziehungen und Trainings und sowas gemacht. Und das hat alles so gut funktioniert. Und dann habe ich immer noch überlegt, soll ich eigentlich noch was Vernünftiges? Ich habe mich sogar irgendwann mal beworben. Grundstücks- und Wohnungswirtschaft hat mich interessiert. Ah, und ich habe sogar anderes. Ja, hast du noch eine Bewerbung geschrieben? Ja, genau. Und ich habe sogar überlegt, ob ich meinen Bauingenieur mache, damit ich den Betrieb von meinem Papa noch übernehmen könnte. Aber der wollte dann bald in Rente gehen. Und bis ich mit meinem Bauingenieur durch gewesen wäre und ich hätte ja auch am besten noch eine Maurerlehre machen müssen, habe ich gesagt, ach nee, machen wir mal was anderes. Ja. Diese Moderation, ist die automatisch auch entstanden dann, nachdem du dein Name bereits ein Begriff war? Ja, das kam vor allem durch das Ferienfieber, weil das ja schon ein Gemeinschaftsding von ARD und ZDF war. Lief, glaube ich, auch gleichzeitig, oder? War das nicht so, dass es auf beiden lief? Oder? Ja, wir haben, glaube ich, schon dann den Kika irgendwann eröffnet und dann haben wir auch noch das Ferienfieber gemacht. Ich glaube, 98 haben wir es zuletzt gemacht. Und da hat mir der Regisseur damals das erste Mal erlaubt, dass ich in die Kamera spreche. Und ich so, Kamerablick, tödlich, nein. Selbst wenn die um einen herumfährt, auf keinen Fall reingucken. Ja, wirklich, also in der Schauspielerei, tödlich in die Kamera zu gucken. Und dann sagt auf einmal der Regisseur zu mir, so, du musst jetzt mit den Zuschauern reden, du musst die jetzt angucken. Ja. Das war für mich ganz suspekt und so, ach so, ach ja. Und so fing das eigentlich mit der Moderation an. Das war beim Ferienfieber, waren das auch vorgegebene Texte, Drehbücher, seitenweise. Aber nachher wurde es dann immer freier. Und dann beim Kika, als er dann eröffnet hat, dann waren es ja wirklich auch Live-Sendungen und Live-Moderationen. Und ich war gerade Anfang 20 und habe so viel dort live und on air gelernt. Ja, das kannst das du, glaube ich, auf keiner Moderatorenschule, die es eh nicht gibt, das kann dir keiner so beibringen. Eine größere Ausbildung gibt es ja gar nicht. Nee. Vor allem, wenn man sich überlegt, ich weiß noch, als der Kika eröffnet wurde. Ich weiß das noch, aber das ist schon so lange her. Wenn, dann den war damals der Slogan. Hast du ein Video? Ja, wir gucken auch. Ja, können wir anfangen. Das wäre das übernächste Video für Holger von der Eröffnung des Kikas. Schön. So lange her. Ihr seid im Kinderkanal. Ach so, ja klar. Und was bedeutet das im Klartext? Das bedeutet, dass wir heute 11 Stunden Programm machen werden und das 7 Tage in der Woche und 52 Wochen im Jahr. Kapiert? Ja, kapiert. Ja, hervorragend. Das sind ja dann alles zusammen über 4000 Kinderfernsehen in 1997. Gab es auch auf CD, wenn dann den. Ja, das war wirklich der Hammer. Da hatten wir jede Menge Spaß bei diesem Videodreh, auch zu wenn dann den. Da hatten wir ein Trampolin und wir fliegen da ja immer durch die Luft. Ich und glaube, so. Ein Jahr später habt ihr das gleiche gesungen mit Wir sind eins. Da habe ich dann schon nicht mehr mitgesungen, glaube ich. Wir sind eins? Wir sind eins, glaube ich. Kann man bestimmt nachrecherchieren. ja, in Erfurt. Warum ausgerechnet in Erfurt? Das war damals tatsächlich eine politische Entscheidung. Also der Kika, Gemeinschaftssender von ARD und ZDF, wo soll der sich ansiedeln? Wäre natürlich super gewesen hier beim Studio Hamburg oder beim NDR am liebsten. Wärst du mit einverstanden gewesen? Da hätte ich sofort unterschrieben für mein ganzes Leben, ich will nur noch hier arbeiten. Ja. Nach Köln wäre ja auch okay gewesen. Es gab da ja auch überall die Infrastrukturen, auch München. Eben. Aber es wurde dann Erfurt. Und das war ganz bewusst, weil das bei einem Drittprogramm ja angesiedelt werden sollte. Und da hat der MDR eben den Zuschlag bekommen. Und da war das dann klar, dass es nach Thüringen geht und nach Erfurt somit. Du warst von Anfang an im Moderationsteam, Juri. Franziska, da gab es noch einen André, wie hieß der noch mit Nachnamen, haben wir eben noch drüber diskutiert. André Fitzner. André Fitzner und Carsten Blumenthal. Carsten Blumenthal mit den kleinen Brillen,
Ganz Gläsern, genau. Das war so das Anfangsziel. Witzigerweise habe ich, außer zu Franziska, zu allen immer noch mal Kontakt. Mit Carsten, wir gratulieren uns zu den Geburtstagen und Weihnachten und Ostern schickt man sich mal irgendwie so kurze Grüße. Sieht er auch noch so aus wie damals? Ja, hat sich auch kaum verändert. Eine rhetorische Frage. Der ist vielleicht ein bisschen älter geworden. Und André Fitzner, der ist ja in Bremen, der ist auch beim Radio. Mhm. Den treffe ich dann immer mal, wenn ich in Bremen bin. Und mit dem telefoniere ich auch irgendwie immer mal zwischendurch. Ah, ja. Die mag ich auch noch super, super gerne. Franziska ist ausgewandert nach Australien. Und mit der hatte ich dann so auch nicht den engsten Kontakt mehr. Das ist dann eher ein bisschen eingeschlafen. Dann kam noch Angela Furtkamp irgendwann dazu. Die ist aber dann irgendwie aus den Augen, aus dem Sinn. Also ja. Und mit Juri... Ne, wir beide, wir sind ja Wahnsinn, Bruder und Schwester. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Leute auch immer gedacht haben, wir sind ein Paar und wir werden auch dann, seid ihr eigentlich ein Paar? Das war wahrscheinlich deine nächste Frage. Nein, ja, genau, Paar. Absolut. Das ist Nein. unser Niveau. Seit wann seid ihr denn schon ein Paar? Genau. Aber der ist echt mein bester Kumpel in der... Ja, mach erst mal deinen Schuh. Der Hund hat seine Schuhe aufgemacht. Ja, das macht sie, das kann die gut. ja, Juri ist einfach mein guter Kumpel und wie ein Bruder. Und das ist auch so toll, wenn wir zusammen moderieren. Wir können uns blind aufeinander verlassen. Das glaube ich. Ist einfach, wir sind so ein alteingespieltes Team, das ist toll. Und Juri hat auch so ein bisschen was Verspieltes in sich. Ne? Das ist auch das war bei Ralf Kaspers übrigens so. Da hatte ich nicht so viele Interviews vorher von gefunden, als man sich darauf vorbereitet. Und im Internet, das sucht es gar nicht so leicht, dann, weil bei den Sendern, da verschwindet das ja wieder aus der Mediathek, wenn ihr mal irgendwo wart. Und ist gar nicht so leicht zu finden. Und bei dem war ich auch sehr gespannt, wie der so ist. Und der ist ja auch wirklich genau so. Das ist ja einfach authentisch. Das ist ja gar nicht kindlich oder naiv, das ist authentisch. Ja. Der ist sehr, sehr offen für alles und neugierig. Und das ist schon... Ja. Schon krass, ja, auch, ich schätze ihn auch sehr. Also das ist wirklich, mit Ralf haben wir auch schon verschiedene Sachen gemacht. Wir machen ja auch immer beim Kika diese Specials und dieses Kika All-Stars. Entweder sind wir sportlich unterwegs und vor 2 Jahren haben wir irgendwann mal Schulunterricht geben müssen. Ich durfte Gott sei Dank Sport machen. Es ist ja eben meine Leidenschaft. Und da war Ralf dann auch dabei. Und der ist auch einfach wirklich urkomisch. Der hat auch so einen tollen, trockenen Humor. Es ist immer nett. Stimmt. Stimmt, wenn Ralf dabei ist. Was waren deine ersten Sendungen dort beim Kika? Kinderkanal. Ja, genau, damals am Anfang hießen wir noch Kinderkanal. Das wurde ja irgendwann umbenannt in Kika, weil man glaubt, dass dann auch die älteren Kinder, schon Jugendlichen, dass sie nicht zu cool gucken. Sind dafür. Ja, genau, genau. Weil wenn irgendwas Kind beinhaltet, dann würden Jugendliche das ablehnen. Das ist ja für die Kinder. Das war so der Grund, warum das auch irgendwann umbenannt wurde. Was ich aber auch gut finde, Kinderkanal ist ja ewig und Kika ist kurz und knackig, das ist wunderbar. Ja, und die ersten Sendungen waren ja dann, das hieß alles Box. Ja, Aktivbox, Spielbox. Mehrfach am Tag kam das immer. Ganz genau, es waren mehrere Sendungen. Und das war ja auch der 1.1.97. Der war ja durchgestylt. Da gab es ein Drehbuch für den ganzen Tag. Am 31.12. haben wir erstmal eine Generalprobe gemacht. Vom ganzen Tag. Vom ganzen Tag, was sehr cool war, weil wir auch morgens das erste Mal an der Maske saßen. Und dann hat eine Maskenbildnerin mich geschminkt und die war eigentlich aus dem Theater. Und die im Theater klatschen ja mal richtig drauf, ne? Damit man überhaupt auch in der 20. Stimmt, Reihe noch was sehen kann. Ja. Und irgendwann, und ich war ja so schüchtern und mochte auch nichts sagen. Und dann gucke ich irgendwann zu Juri rüber und ja, was ist da passiert? Dann hat die Chefmaskenbildnerin rübergeguckt, hat einen Lachkrampf bekommen. Mhm. Ich sah zum Piepen aus. Ich hatte irgendwie ganz blaue Augen. Ich sah aus wie ein Papagei im Grunde. Und dann bin ich auch so ins Studio und die Kameraleute auch so, was haben sie mit dir denn gemacht? Wie siehst du denn aus? Oh Mann, das war wirklich ein Spaß. Also konnten wir am 1.1. ein dezenteres Make-up auflegen. Das haben wir dann alles korrigiert bekommen. Das war schon mal eine sehr gute Probe. Ja, und dann lief der 1.1. ja alles wunderbar. Und dann kam ja der 2.1. Ja. Da sind wir dann und dann auf Sendung. Was machen wir denn da eigentlich? Es gab schon einen groben Plan, ne? Aber so durchgestylt wie der 1.1. war, hat man an den 2.1. erstmal nicht so gedacht. Wahrscheinlich, was die Live-Sendung angeht. Ne? Ihr hattet ja so Serien. Schloss Einstein kam ja als großes Erfolgsformat später
relativ ein Jahr später, in etwa dazu. Ja, ja. Ich glaube, mich noch erinnern, es gab auch eine Sendung, die ist Praxis Frankenstein oder ja, so. Ja, also gab es auch. Also genau. Ein paar Eigenproduktionen waren auch schon irgendwie mit involviert. Ja. Und bei den Boxen hattet ihr auch so Call-In-Elemente drin. Genau. Ne? Ihr habt auch gerne dann Kinder reingeschaltet. Richtig. Auch nochmal eine Herausforderung. Hast du jetzt ein Beispiel oder was? Nein, nein. Da gab es witzige, nämlich, dann hatten wir auf ein Ohr, hatten wir dann immer schon, dich ruft jetzt Steffi an. Ja, schon mal so, gut. So, und dann, genau, und dann, hallo Steffi, wie heißt du denn? witzig, habe ich einen Scherz gemacht. Ach, du heißt wirklich Steffi. Es war so witzig, also wenn man sich mal so versprochen hat. Und das waren so Erfahrungswerte in den Live-Sendungen, die wir dann hatten. Mhm. Und dann gab es auch ein Spiel, das war der Knüller. Da hatten wir eine große Wand. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Jetzt ist es zu spät. Also es gab eine große Wand. Es gab eine große Wand mit Kästen, die man aufmachen, also Klappen, die man aufmachen konnte. Und da waren Geschenke drin. Und das Spiel war einfach nur so, welche Zahl von 1 bis 15 hättest du gerne? Mhm. Ja, ich möchte gerne die 12. Dann haben wir die 12 aufgemacht. Oh, war kein Geschenk drin. Lag aber vor allem auch daran, weil wir irgendwie nur 3 Geschenke hatten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind es gab jetzt also eins, genau, also gab es in diesen ersten Sendungen immer kein Geschenk. Und dann dachten wir, das schockt ja nicht das Spiel, da müssen wir irgendwas anders machen. Und dann haben wir wirklich, okay, wir machen das diesmal so. Du fragst ganz laut nochmal die Zahl, also du möchtest die 13? Ja, ich hätte gern die 13. Bist du dir dann ganz, ganz sicher, dass du wirklich die 13 möchtest? Ich erinnere mich ein bisschen an neuen Live. Ja, und dann hat die Requisiteurin hinten schnell die 13 bestückt und dann hatte das Kind tatsächlich endlich mal was gewonnen. Aber lag das daran, dass noch kein Geld da war? Könnte man da nicht mal eben so eine Pumuckl-Figur kaufen? Ich weiß es nicht. Wir hatten da irgendwie nur wenige Geschenke eben. Und und das Geld war bestimmt auch immer knapp. Mhm. Und das war halt einfach so. Also mussten wir improvisieren. Ich hoffe, ich durfte diese Geschichte erzählen, aber es ist auch schon fake. Nicht alles befüllt war. Und der Rechtsweg ist jetzt schon ausgeschlossen. Naja, ihr wisst schon. Die ganzen Gespräche gehen eigentlich viel, viel länger und nicht nur 15, 20 Minuten. Das weiß man aber nur, wenn man bei www.massengeschmack.tv vorbeiguckt. Da bin ich, da sind meine ganzen Kollegen und dort könnt ihr mal reinklicken. 14 Tage kostenlos testen, das ganze Archiv konsumieren und künftig alle Folgen in ganzer Länge sehen.